Da sind wir wieder zurück im Kriegsgeschehen, wie so viele letzte Folgen auch. Das Fazit aus der letzten Folge kennt ihr ja wahrscheinlich noch. Wir haben endlich Fuß gefasst und sind dabei, uns auf ihrer Insel auszubreiten. Das schauen wir uns hier auch direkt gerade an. Wir haben hier das große Heerlager just in diesem Moment zerstört. Das bedeutet, wir ziehen hier mit unserem großen Heerlager nach. Wieso bin ich gerade so... Na, jetzt bin ich wieder ordentlich weit weggezoomt. Gut. Ja, jetzt müssen wir hier aber auch weiter Platz schaffen, damit wir auch vorankommen. Das heißt, Triebböcke, alles in Schussweite angreifen. Der Triebock, der kann man ein bisschen vor rücken, dass der auch wieder an mehr rankommt. So. Ja... Das wird noch eine sehr, sehr tolle Arbeit, hier schön nach und nach uns vorzuarbeiten. Aber das kriegen wir hin. Ah, okay, da hat sie ein Markthaus hingebaut. Naja, gut. Die Sache jetzt nicht so viel komplizierter machen. Ihr greift diesen Turm doch schon an, oder? Eure Anweisung. Hoffe ich. Bereit? Es sieht nicht so aus. Wieso greift ihr diesen Turm da nicht an? Zieht ihr euch mal ein bisschen zurück. Den Turm nicht angreifen. Alles fertig. Nichts kann uns standhalten. Zieht euch mal ein bisschen zurück. Ich will euch nicht verlieren. Wir stehen zur Verfügung. So. Ah, da kommt das. Speichern? Ja. Das Spiel läuft nicht synchron. Gastgeber muss automatisch den Speicherstand laden, um diese Partie synchron fortzusetzen. Was zur Hölle? Dieses Wort hatte ich ja noch nie gehabt. Hatte ich auch noch nie. Was passiert jetzt? Spiel gesichert. Nichts. Ich also habe jetzt gespeichert. Ja, ich auch. Wo haben wir denn Asynchronität? Das ist die Frage. Keine Ahnung. Ah, konnte ich deswegen den Turm nicht angreifen? Eure Anweisung? Ne, ich kann den Turm immer noch nicht angreifen. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Bereit? So, aber den Turm können wir angreifen. Den Turm können wir angreifen. Nichts kann uns standhalten. So, da fällt das nächste Gebäude. Hoffentlich sehr bald. Ihr greift hier schön weiter die Gebäude an. Alles fertig. Zwingt sie in die Knie. Alles fertig. Nee, greif du mal mit das Ding hier an, damit das schneller fällt. Wir stehen zur Verfügung. Und wir unsere Truppen nachziehen können. Eure Anweisung. Was für ein Radius dieser Turm auch abdeckt. Unglaublich. Also hier haben wir schon alles, freigeschaltet, um unsere Truppen zu verstärken. Da müssen wir nicht mehr ran. So, der Turm wird fallen. Wie sieht's mit unserer T-Bock-Bestellung aus? Der ist fertig. Den holen wir dann mal direkt nach hier oben. Ja, den setzen wir mal da hinten so lange. Können wir schon weitere Truppen anfordern? Ich finde es halt jetzt gerade komisch, dass irgendwie irgendwas asynchron sein sollte, was aber nicht ist. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Hast du gerade die Meldung bekommen, dass feindliche Schiffe in unserem Hoheit... Ja. Gut, dann... Das ist zumindest synchron. Sehr asynchron, muss man ja schon mal sagen, ne? So, wie sieht's mit diesem Haus aus? Es fällt langsam. Wie lautet euer Befehl? Die hat schon wieder kleine Kriegsschiffe. So. Los, greift die große Schiff an. Heerlager nach vorne ziehen. Eure Anweisung? Jetzt kann ich... Nein. Was kann ich denn mit dem... Achso, das Heerlager hier hinten kann ich angreifen. Okay. Wieso kann ich den Turm nicht angreifen? Ich verstehe immer noch nicht, warum ich diesen Turm nicht angreifen kann. Kannst du den Turm angreifen? Ich verstehe nicht, wie große Schiffe einfach mal schneller sind als die... schnellsten Orientschiffe. Alles fertig.
Haben die Ohirn-Schiffe was beladen? Nee. Dann keine Ahnung. Können wir ihr sonst irgendwie das Leben schwer machen? Ja, können wir. Fahrt mal hier runter und erledigt mal die Fischerhäfen. Auch wenn sie die natürlich direkt woanders aufbauen wird, aber hey. Besser ist gar nichts. Alles fertig. Macht sie platt. Alles fertig. Ihr erledigt bitte. Eines ihrer Gebäude ist Ziel eines Angriffs. Die weiteren Gebäude, großes Herlager wird angegriffen. Achso, ja, weil ihr den Turm ja angreift. Das macht total Sinn, dass ihr angegriffen werdet. Also warum immer diese Meldung so, ob würde die Welt untergehen? Ja, für manche ist es so. Die da gerade zum Beispiel kämpfen und sterben, für die geht die Welt unter. Wir hören. Ja, hast du wahrscheinlich recht. So. Wieso greife ich dieses Markthaus nicht an, ich Idiot? Greif doch einfach das Markthaus an, Philipp. Komm, auf die Sache beschleunigen. Kann baue ich jetzt einfach einen herrschaftlichen Palast. Tu das. Das war Spaß. Hallo? Wisst ihr, wie teuer das Ding ist? Dann 10.000 sag ich nur. Wie lautet euer Befehl? So. Wir marschieren los. Nächstes Herlager hier rüber holen. Gut. Das Ding wird jetzt auffallen. Er ist nicht. Dann haut kein Auftrag in dem Punkt. Ja. Sehr kleine Flotte, die wir für Hassan besiegen sollen. Okay, der Turm ist bald gefallen. Wo bleiben die Truppen von diesem Heerlager? Da kommen sie. Ihrer Flotte wurde von Feinden vernichtet. Eines wir werden, Schiffe achso, steht ja. unter Beschuss. So. Komm, mach diese blöde große Handelsschiff weg. Dann hat es auf jeden Fall eh ein Schiff weniger. Nichts kann uns standhalten. Schon. Erledigt ich diesen verdammten Turm. Er hat doch kein Leben mehr. Wieso steht er noch? Okay, das dürfte schwierig werden. Wir haben den Feind niedergerungen. Okay, dieses Heerlager können wir nicht angreifen. Wir müssen uns vor dem verteidigen. Weil ich greife nicht im Schussfeld von ihrem Bergfried eins ihrer Heerlager an. Das wäre purer Selbstmord. Ja. So, und die ziehen sich zurück. Wir stehen zur Verfügung. Das sieht mir eher nach Angriff denn nach Verteidigung aus. Ja, ich greife dich ja auch an. Lass die arme Helena in Ruhe. Ich euch von die ist ganz nett sehr und nice. Freundlich und würde ich nur umbringen. Ich kann das Heerlager schön vom Meer aus angreifen. Ich bin äußerst zufrieden mit euch. Alles fertig. So. Tschüss. Wir sind bereit. Trieböcke greifen hier bitte. Was so, wünscht nein. ihr? Greif's. Zerschmettert sie. Greif's damit an. Alles fertig. So, das Ding ist gefallen. Perfekt. Na jetzt beim Thema ein bisschen auf. Seid mal so nett. Das Zähllager wird fallen von ihr, wenn sie es nicht zurückzieht. Oh, bei ihr ist die Pest ausgebrochen. Lass sie sich ausbreiten. So, ich bin jetzt gerade am Gestalten. So, das zieht sie zurück, dann wenn ich mich ein bisschen konzentriere. Dieses Markthaus. Wie bitte? Falls ich mich ein bisschen sehr doll konzentriere, liegt es daran, dass ich gerade ein bisschen. Oh Gott, wir werden schon wieder angegriffen. Kommt hier rüber, Kriegsschiffe, schnell. Wir hören. Zwingt sie in die Knie. Wir sind bereit. Könntet eigentlich. Ist so gut wie erledigt.
Sie sind im Kampf unterlegen. So. Kommt mal ganz schnell wieder dahin. Wie lautet euer Befehl? Welt. Was ist? Ach, nichts. Vielleicht bin ich nur mit 500 Schiffen gerade ganz falsch gelandet. Nicht schlimm. Das schaffen die schon. Alles fertig. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Alles fertig. Man greift eines ihrer Gebäude an. Bereit? Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Okay. Das war jetzt nicht so toll, dass sie da mit ihren kleinen Kriegsschiffen schon wieder ankam. Na, warte. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass der Kampf gegen sie der schwierigste wird von allen dreien. Das habe ich dir aber Anfang an schon erzählt, dass sie ja nicht mal so schlecht ist, wie du denkst. Man sollte niemals sie unterschätzen, ne? Was wünscht ihr? Ja, aber das liegt primär daran, dass sie halt einfach so einen Geografie-Vorteil hat. Also das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie intelligenter oder stärker vorgeht als die anderen beiden. Was wünscht ihr? Also, dass wir halt den Krieg zu früh erklärt haben, war halt unser Fehler. Kann man halt nichts gegen sagen. Dass die am Anfang mit ihren Kriegsschiffen so viel zerstören konnten. Ja, aber dass hier auf ihrer Insel das halt schwieriger ist, das ist halt primär, liegt an der Geografie dieser Insel. Würde ich halt behaupten. Korrigiert mich ruhig in den Kommentaren, wenn ihr das anders seht. So. Es gibt eindeutig so wenig Deko-Artikel. Ist da jemand von Anno 1800 verwöhnt? Ist wie vom Erdboden verstopft. Ja. Da gibt's wenigstens schönere, viel Deko-Artikel hier. Naja. Mehr schlecht als recht. So, bald haben wir den ersten Drittel ihrer Stadt erledigt. Mensch, läuft. Gibt's denn diesen schönen Brunnen, den ich gerne haben möchte? Da. Angreifen. Wir stehen zur Verfügung. Wir hören. Hier und dort würde ich einen Brunnen hinsetzen. Wir stehen zur Verfügung. Gib mir the money. Aufbruch. So, unsere Heerlager müssen weiter nach vorne. Aufbruch. Wir haben eindeutig zu wenig Geld. Gerade wo ich auch Geld brauche. Nichts. Pass nur auf, dass du dir an mir nicht die Zähne ausbeißt. Wie, brauchst du gerade Geld? Aufbruch. Nicht akut, aber gleich, weil ich muss jetzt langsam anfangen, gegenzubauen. Sonst ja, gut. Oh ja, gut, ich verstehe auch, warum. Eines so wenig Geld wird angegriffen. Der prunkvolle Platz ist ein bisschen teurer als gedacht. Stein. Stein, 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 Stein. Bring das mal nach hier oben, ganz schnell. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, gut, dann hätten wir das. Wo sind Was die Schiffe ihr? Hin? Nichts kann uns Wir standhalten. Sind noch dort beschäftigt. Die Armee marschiert los. Nichts kann uns standhalten. Keine Ahnung, warum ich diesen einen Turm da nicht angreifen kann. Eines aus Schiffe wurde zerstört. Weil normalerweise ist denen doch egal, wenn die den Umweg laufen müssen. Naja, egal. Schau ich mir mal an, was du hier so fabrizierst.
Sieht ganz gut aus. So, okay, da greift sie wieder an. Dann unterstützen wir da mal ein bisschen. Ich hab mir gerade von oben gewundert, was leuchtet denn da unten so grün. Wenn ich ranzoome, sind es die Pfauen. Sie haben den Feind niedergebrochen. Ja, stimmt, die laufen Pfauen rum, ja. Ja, ist eben halt das Schloss schon da, ne? Mhm. So, der Turm, da ist endlich weg. Edel. Der Turm, der ist endlich weg. Eines ihrer Gebäude steht unter Beschuss. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Na, sie hat schon wieder ein Flaggschiff gekauft. Das ist kein Problem. Ich mach gerade die ganze Zeit ihre Flaggschiffe weg. So, das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal die Trutzburg zum Kontor aus. Packen. Die hat hier noch Geld. Alles rüber. Dann bauen wir einmal. Nein, lass doch unsere Philippa in Ruhe. Die bringt doch die Bücher, Mensch. Sonst werden die Menschen nicht mehr gebildet sein. Hafenverteidigung auf. Ihre Truppen waren siegreich. So, damit dürfte sie uns da erstmal nicht mehr allzu sehr mit ihren kleinen Kriegsschiffen auf die Nerven gehen. Hierbei hilft mir all mein Wissen nicht weiter. Reparaturturm packen wir da auch mal hin, nur für den Fall der Fälle. Und dann Markthaus. Markthaus. Die Straßen hier mal weg. Danke. Markthaus. Wie? Oh Gott. Bereit? Ich kann den Turm schon wieder nicht angreifen? Wir sind bereit. Zwingt sie in die Knie. Wir stehen zur Verfügung. Ich verstehe es einfach nicht. Egal. Der Turm ist ein Bug. Wir hören. Schätze ich mal. Oder du kommst nicht ran an den Turm wegen diesem kleinen Zipfelmauer. So ja, aber eigentlich laufen die dann doch hier hoch, um dann bei der Kirche durch die Lücke durchzugehen. Also nee, geht ja nicht, weil das neben dem Bereich ist. Die Truppen laufen doch da durch. Ja, das stimmt. Nicht ganz. Machen sie anscheinend wohl nicht. Erteilt euren Befehl. Bereit? Bereit? Oh Gott, da greift sie schon wieder an. Ja, sie verliert Schiffe ohne Ende. Wir sind bereit. Sie hat nicht mehr viel am Laufen, würde ich mal sagen. Eure Anweisung. Doch. Doch. Wir marschieren los. Viel zu viel. Wir hören. Eure Anweisung? Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Da kommt noch ein Schiff. Ruf auf die Olga. Was? Und übrigens kannst du jetzt gerne das Geld verwenden. Brauche ich nicht mehr. Na, ich habe schon angefangen. Was wünscht ihr? Sehr schön. So, jetzt könnt ihr aber mal nach hier unten kommen. Sie greift mit ihr. Das erste Mal verteidigt sie mit dem Tribok, aber sie setzt den Tribok so dumm, dass der keine Gefahr für mich darstellt. Er muss sowieso überhaupt erstmal ankommen. Wir sind bereit. Was wünscht ihr? Ja, es fehlt Stein. Mecker doch rumspiel. Ich will doch einfach nur dekorieren. So sei es. Erteilt euren Befehl. Mehr will ich doch nicht. Nur ein bisschen dekorieren. Ihr Schiff wird ziehen. Geld ausgeben. Feuers. So. Die Mistral wird schon wieder angegriffen.
Okay, der Turm ist bald wieder gefallen. Hoffentlich was bleibt er dann auch diesmal gefallen. Zerschmettert sie! Sei dir mal nicht so sicher. Nichts kann uns standhalten. Alles fertig. Macht sie platt. Ach ja. Und sonst so. Was gibt's Neues bei dir? Nix, ich bin gerade ein wenig am Schillen und baue halt nebenbei das Schloss auf, ne? Wo denn? Auf unserer zweiten Insel, die komische Dekorationsinsel. Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Sag mir mal einen Namen. Alexandria. Eines ihrer Schiffe wurde versenkt. Ach, da baust du das Schloss. Ja. Die Skorpion wurde versenkt. Von ihr. Wie kann sie nur? Ey, nicht so viele Schiffe verlieren. Die sind teuer. Was wünscht ihr? Zerschmettert sie! Die haben Fleisch und... Fleisch. Die haben sehr viel. Das war ein Kriegsschiff. Gekostet. Ja, sehr gut. Wer weiß, vielleicht haben ein die Kriegsschiff auch Fleisch gekostet. Ein neues steht zum Verkauf. Okay. Eine Frage habe ich immer noch. Und zwar haben wir irgendwo... eine Seil. Ja, wir haben eine Seilerei. Zerschmettert sie! Trotzdem zu wenig Seile. Wir haben zwei Seile rein. Was? Wir könnten mal ein... Veranstaltet ein Turnier. Ich wollte auch gerade ein Turnier veranstalten. Ich hatte schon die Idee vorher gehabt. Weil, wenn wir wieder mehr Ruhm haben, können wir uns die Kriegsschiffe aus dem Orient holen. Die sind halt um einiges schneller. Damit, ich weiß ja nicht mehr, ob sie überhaupt noch irgendwelche Schiffe hier zu... Ja, hat sie. Sie hat ja gerade eins unserer großen versenkt. Ja, aber nur durch ihre komischen Kleinschiffe. Ja, aber auch viel Kleinvieh macht großen Mist, ne? Oder wie es so schön heißt. Nee, bei ihr nicht mehr. Wie gesagt, sie hat gerade eins unserer großen Kriegsschiffe versenkt. Tristan. Ja, das war, weil wir nicht aufgepasst haben. Wir stehen zur Verfügung. Unser Enid. Ach, egal. Wir machen es anders. Verdammt. Ihr Bergfried steht so scheiße. Och, sie hat den Turm schon wieder aufgebaut. Okay, das ist ein Bug, dass sie da den Turm die ganze Zeit hinbaut, weil sie darf sie eigentlich nicht hinbauen. Weil da nämlich unser Militärbereich ist, da darf sie eigentlich nichts bauen. Das erklärt halt auch, warum. Ja, das ist eindeutig ein Bug, deswegen können wir den halt auch nicht angreifen. Zwingt sie in die Knie! What the fuck? Nichts kann uns standhalten. Wie lautet euer Befehl? Hast du gerade ein Heerlager versetzt? Ihr Schiff wird Ziel. Ich habe gerade das Kalbtote der Heerlager versetzt. Wie lautet euer Befehl? Dem geht's doch gut. Bereit? Wir sind dem. Bereit. Der hat ein Leben oder so gefühlt. Bei mir hat er 3134 Leben. Das Versteck eines feindlichen Schiffes wurde entfernt. Nicht so viel. Eure er hat bei mir. Der Lebensbalken ist quasi voll. Eure Anweisung sind auf dem Weg. Sind unterwegs. Vielleicht sollten wir nach dieser Folge tatsächlich mal den Spielstand neu laden. Meinst du, es ist asynchron? Ja. Wir sind bereit. Zerschmettert sie! Wir sind bereit. So. Wie? Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Hallo? Wieso Schiffe? Haben wir ein Feuer? So, da greift sie wieder an. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss.
Alles fertig. Euer Turnier war seit langem das Beste und Unterhaltsamste, was ich gesehen habe. Gut, dann würde ich sagen, werde ich erstmal wieder was ausgeben. Ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge. Das können wir auch machen. Müssen hier mal ein bisschen aufräumen, bevor wir weiter vorankommen. Und vor allem den Spielstand neu laden, weil scheinbar haben wir tatsächlich eine Asynchronität. Ich glaube, ich werde nur noch mal ein paar kleinere Herlager beordern, um so ein bisschen Lücken füllen zu können. Und dann wird das hoffentlich klappen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur nächsten Aufnahme-Session. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.